schaut bzw. in mein Video guckt, denn ich habe was Besonderes für euch. Viele von euch wünschen sich Gewichte für den Dampfgaraufsatz und schaut mal, hier ist der Dampfgaraufsatz und ich habe ein total tolles Gericht und ja, wie ihr schon in der Vorschau lesen konntet, es gibt Hackbohnenklopse mit Schupfnudeln in einer Rahmsoße. Und das Geniale ist, dass wir wirklich auf allen drei Ebenen kochen. Man kann ja auch vier kochen, aber wir brauchen heute nur drei. Und in ca. 40 Minuten ist das Gericht auch fertig. Und in der Zwischenzeit könnt ihr was anderes machen. Ich werde zum Beispiel Wäsche aufhängen. So, dann geht es auch schon los, aber vorher schauen wir uns mal die Zutaten an. Für die Hackbohnenklopse brauchen wir natürlich Bohnen. Ich mache es mit Kidneybohnen. Das ist jetzt eine Dose, ganz wichtig, vorher gut abtropfen lassen. 250 Gramm Hackfleisch. Ich habe Rinderhackfleisch verwendet. Wir brauchen ein Ei, eine Zwiebel schon halbiert. 40 Gramm Haferflocken. Die ersetzen nämlich in den Klopsen das eingeweichte Toast oder Brot, was man oft reinmacht, damit das richtig schön fluffig wird. Wir brauchen Gewürze, Salz, Majoran, Pfeffer und Senf. Und dann brauchen wir natürlich Schupfnudeln. Ich habe jetzt hier eine Packung, da sind 500 Gramm drin. Reicht circa je nach Esser für ja, 3 bis 4 Personen. Aber wenn eure Männer großen Hunger haben, dann wird es vielleicht doch nur für euch zwei reichen. Ja, wir legen los. Zuerst zerkleinern wir die Zwiebel. Dazu setzen wir das Ultrablendmesser ein, geben die Zwiebel dazu, schließen den Deckel und zerkleinern das Ganze auf der Stufe 12. Erstmal für 5 Sekunden, weil dann geben wir die Kidneybohnen hinzu und zerkleinern die auch nochmal ganz kurz. Normalerweise werden ja immer so Zwiebeln für 10 Sekunden zerkleinert, aber ich will die Kidneybohnen auch ein bisschen kleiner. Soll kein Matsch werden, aber ein bisschen kleiner. Daher machen wir jetzt auch nochmal 5 Sekunden klein. Super, genau so wollte ich es haben. Nur ein bisschen zerkleinert, schaut mal. So sieht es jetzt hier drin aus. Jetzt wechseln wir den Aufsatz. Und jetzt kommt der Misch- und Rühraufsatz rein. Müsst ihr vielleicht mit dem Spatel so ein bisschen Platz schaffen. Und nun kommen alle anderen Zutaten hinzu. Sprich, unser Hack zerteilt es ein bisschen. So, dass sich so ein bisschen ringsherum für den Mischaufsatz zerkleinert. Unsere Haferflocken. Achtet darauf, dass es zarte sind, die lösen sich schneller auf. Ein Ei. So. Dann kommt unser Teelöffel Senf, so wie unsere Kräuter. Huch. Ein bisschen Salz brauche ich noch. So. Das restliche Salz kommt nämlich in unsere Garflüssigkeit. So. Und jetzt zerteile ich es grob, verteile mich, zerteile mit dem Spatel. Und jetzt vermische ich das Ganze auf der Stufe 5, ja, für circa 50 Sekunden. Das ist immer so ein bisschen nach Gefühl. In dem ursprünglichen Rezept wird es natürlich mit den Händen geknetet und ich schaue mal, wie sich das ja, vermischt. Wenn nicht, legt ihr einfach noch ein paar Sekunden rauf. Ich habe jetzt noch mal ein paar Sekunden raufgepackt. Und das Ergebnis sieht jetzt so aus. Wenn ihr wirklich nicht zufrieden seid, dann nehmt ihr halt den Spatel und macht das halt nochmal so ein bisschen. So. Nun kommt unser Dampfgaraufsatz zum Einsatz. Es gibt immer wieder so Schwierigkeiten, was ist jetzt der Boden, was ist der Aufsatz. Also, was ist der Deckel? Das ist der Dampfgarsatz, der Dampfgar-Einlegeboden. So.
Und das ist der Dampfgaraufsatz. So, kommen wir mal durcheinander. Einige Bohnen, Aufsatz. Klöße kommen jetzt zuerst auf den Einlegeboden. Stellt ihn vor euch hin und dann formen wir auch schon die Bällchen. Kleiner Tipp, stellt euch eine kleine Schüssel, ich habe hier so eine Dessertschüssel, mit Wasser hin und befeuchtet eure Hände. So lassen sich die Klopse leichter formen und es klebt nicht alles an den Händen. So, und jetzt machen wir ungefähr diese Größe der Bällchen und legen die hier drauf. Meine Klöße sind fertig, bei mir sind sie jetzt 11 geworden und falls ihr ein bisschen mehr Hackfleisch nehmt, achtet bitte immer darauf, dass genug Löcher übrig bleiben, denn die Luft muss ja zirkulieren kommen, der Dampf muss nach oben kommen. Den Topf habe ich jetzt schon schnell sauber gespült, geht ganz schnell, müsst auch gar nicht großartig trocken machen. Denn es kommt ja jetzt wieder Wasser hinzu. Und zwar 500 Gramm. Ich habe jetzt hier schon relativ heißes aus dem Wasserhahn genommen, denn wird es schneller erhitzt. So. Nun bauen wir das zusammen. Der Deckel kommt drauf, der Stopfen kommt raus. Dann setzt ihr das auf. Dann kommt das drauf. Und unser Einlegeboden. Und jetzt wird das Ganze auf der Stufe 2 bei 115 Grad für 15 Minuten gedampfgart. Ich habe gerade noch mal an der Einstellung was geändert. Ich hatte ja zu euch gesagt 15 Minuten, aber ich habe es auf 20 Minuten erhöht. Und jetzt nehmen wir einfach nur das Oberteil. Passt auf, hier kommt heißer Dampf raus. Stellt es zur Seite und gibt direkt die Schubfudeln in den Dampfgaraufsatz. Macht das ein bisschen mit dem Spatel auseinander. Die kleben ganz gerne mal zusammen. So. Jetzt setzen wir das wieder auf. Und geben. Oh, jetzt müssen wir hier nochmal auf Reset machen. Einfach ein paar Sekunden. Die mittlere Taste drücken, auf der Stufe 2 wieder 115 Grad für 15 Minuten. Die Schupfnudeln sind ja schon, sag ich mal, vorgegart, die müssen jetzt eigentlich nur noch erhitzt werden. Jetzt wird sich vielleicht irgendjemand fragen, warum nutzt sie nicht das Dampfgarprogramm, da ist doch was eingestellt und warum 115 Grad, Wasserdampf entsteht auch nur bei 100 Grad. Ganz einfach, ich habe festgestellt, dass es so Temperaturschwankungen gibt und wenn ich die Temperatur höher einstelle auf 115 Grad, entwickelt sich bei mir viel besser der Dampf als bei 100 Grad. Die Zeit ist abgelaufen und ich habe, nachdem ich die Schupfnudeln eingesetzt habe, habe ich meinen Backofen auf 80 Grad vorgeheizt, weil ich werde jetzt den ganzen Aufsatz nehmen, ihn da reinstellen. Weil so wird alles warm gehalten. Und so, einfach reinstellen. Und jetzt machen wir mit der Soße weiter. Erstmal heben wir hier die Flüssigkeit auf, die sich gesammelt hat. Passt auf, es ist ziemlich heiß. So. Ich habe sie jetzt hier in die kleine Nixe gemacht. Die ist nämlich hitzebeständig. Geschmacksträger. So. Der bisschen Rühreinsatz kann drinnen bleiben, denn als nächstes machen wir eine Mehlschwitze. Dazu nehmen wir 30 Gramm Butter hier rein und 30 Gramm Mehl. So. Schließen den Deckel und geben die Stufe 3, 100 Grad für 3 Minuten ein. So, Zeit ist gleich abgelaufen. Ich habe jetzt so unsere Garflüssigkeit, die ich hier vorher reingekippt habe, auf 400 Milliliter aufgefüllt. Und wenn die Zeit jetzt gleich abgelaufen ist,
stellen wir erneut Stufe 3, 100 Grad, 3 Minuten ein und erhitzen dann unsere Garflüssigkeit. Und ihr könnt die Gewürzpaste zugeben, meine ist aber leider alle, daher gebe ich einen Würfel Fleischbrühe hinzu, also ein kleiner Würfel. Schaut mal, da hat sich jetzt eine richtig schöne Mehlschwitze gebildet. So sieht das jetzt hier bei mir aus. So, was ich aber ganz gerne mache, die Flüssigkeit über den Deckel eingeben. Also, wie gesagt, Stufe 3, 100 Grad, 3 Minuten. Dann vermischt sich das nämlich besser mit unserer Gemüsepaste. So, einfach hier rüber geben und dann könnt ihr schon sehen, dass sich das wunderbar miteinander vermengt. So. Und auch den Fleischwürfel bzw. den Brühwürfel können wir hier drüber eingeben, wird das nämlich gleich schön verrührt. Ihr hört es piepen, 3 Minuten sind wieder um. Jetzt schon eine schöne Soßengrundlage gebildet. Schaut mal, sieht man es ein bisschen, muss aufpassen, dass ich es nicht verschütte. Nun kommen 100 Milliliter Sahne hinzu und ein halber Bund Schnittlauch. Ich habe jetzt hier gefrorenen und muss jetzt so schätzen, wie viel ungefähr ein Bund ist. Mal aufkriegen. Ach hey, noch zu. So, ein halber Bund. Halbes Bund. So, mal jetzt hier Pi mal Daumen. Könnte ein halbes Bund sein. So. Und jetzt wird das Ganze das letzte Mal aufgekocht. Und zwar wieder auf der Stufe 3. 100 Grad, aber nur für eine Minute. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Tisch decken, denn jetzt gibt es gleich Essen. Ich habe schon so einen Hunger und wie das duftet. Also, oh, ihr müsst es nachmachen. Das Essen ist endlich fertig. Die Soße ist ein Träumchen. Und das alles ohne Fertigprodukte. Ich habe mir jetzt hier schon die Schupfnudeln drauf gemacht und natürlich die Hackklößchen. Und jetzt kommt noch Soße hinzu. Oh, es sieht gut aus und es duftet. Und Gabel. Ich muss es ja immer mit euch kosten, auch wenn ich das alles kenne. Aber schaut mal, sieht das nicht lecker aus? Und einfacher kann man es nicht haben. Nee, nur. Die wollen schon alle rein, die sind schon an der Tür. Und dann könnt ihr mal von der Tür wieder weggehen. Die sind wie Hunde oder Katzen, die an der Tür kratzen, die riechen das schon. Gesagt, jetzt geht mal weg, ich kann immer nicht filmen, wenn die vor der Tür stehen. Auch wenn es, weiß ich nicht, wie viele Leute gucken, aber es darf keiner dabei sein. So, koste ich nochmal. So. Lecker. Die werden sich jetzt gleich wie wilde Tiere hier drauf stürzen, weil es so lecker ist. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Alle Zutaten, die ganze Zubereitung einfach hier reingucken. Alle Produkte, alles, was ich verwende, findet ihr da unten. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Däumchen hoch. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert ganz kostenlos meinen Kanal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.